Was haben wir? Leere Generalplätze 6, leere Spionageplätze 5, freie Projektplätze 2. So, wir haben hier einen Bauplatz, wir haben hier einen Bauplatz, wir haben hier Bauplätze. Oh, das ist eine eigene, die Meere sind eigene Provinzen. Okay. Ah, und das ist internationales Gewässer. Das ist nicht geclaimed, anscheinend. Also, wir haben keine direkten Nachbarn. Oder? Nee, nee, wir sind ja eine Insel. Mehrere. Ja. Tja, was haben wir denn hier? Ich mach mal erstmal Beziehungen an. Wie sieht's denn aus? Australien mag uns. Das ist doch schon mal super. Volksrepublik China mag uns nicht so. Mal einen großen Überblick. Die anderen sind alle eher neutral. Hier unten? Okay, das sind halt mehrere Inselstaaten wahrscheinlich, die da... Oh, das gehört zu Frankreich. Ich bin in Geografie wirklich nicht gut. Fidschi. Vanuatu. Krass. Tonga. Also, okay. Dann würde ich doch jetzt mal sagen, also wir haben hier Australien. Fangen wir mal. Also erstmal. Bevor wir jetzt anfangen, Geld auszugeben, ich gucke ja gerade, wir haben Geldprobleme. Wir haben Schulden. Und wir haben einen relativ niedrigen Steuersatz. 16%. Sollen wir die Steuern erhöhen? Ja. Ja. Oh, wir müssen gar nicht so doll erhöhen. Doch, wir brauchen das Geld. Ja. Wo willst du es hinhaben? Ich würde kurz mal bis zum Anschlag gehen und mir anschauen, wie unten die Unzufriedenheit sich entwickelt. Null, aber ich glaube, das ist etwas, was sich erst entwickeln muss, wenn man das eingeführt hat. Ich glaube, das wächst erst mit der Zeit. Dann vielleicht so bei, wir hatten vor einem Test irgendwas um die 40, ne? Oder 35? 30? Wir hatten 42. Wenn ich auf 41,5 haben wir minus 0,09 und unser BIP-Wachstum ist 0,11. Ja, dann kannst du es auch... Nee, dann lass es mal noch so. Wir können es ja immer noch runternehmen, dass wir dann ein paar Auslandsinvestitionen machen, dass uns das dann auch wieder... Wir haben jetzt aber plus 7,3. Ich hätte jetzt gesagt, lass uns ein bisschen niedriger gehen. Ja, aber wir müssen unsere Schulden ja auch noch zurückzahlen. Ist ein Punkt. Dann bin ich da, also da sind wir wieder bei gebranntes Kind von Democracy 4. Ja. Ja, das ist da. Wir müssen, ist tatsächlich. Wir müssen das ja auch nicht. Wir müssen das ja nicht lang machen. Wir können uns auch überlegen, ob wir uns, keine Ahnung, so eine 10.000 Grenze setzen und dann den Steuersatz wieder ein Stück runternehmen. Oder welche Summe auch immer. Ja. Weißt du, so 3 Monate Rücklagen oder so. 3 Jahre. Okay, ja. Aber dann lassen wir ihn erstmal so. Ist okay. Also, dann machen wir dieses minus 0, dann haben wir halt ein geringes Wachstum, aber das werden wir durch Gebäude und sowas. Also, das haben wir jetzt gemacht. Wir haben unsere Steuern erhöht. Dann. Kann ich den hier wieder ausmachen? Dann
Könntest du ja mal auf Australien klicken, was wir mit denen so für Möglichkeiten haben? Positive Aktionen. Wohlwollen erlangen, Beziehungen verbessern. Beziehungen sind 123, also das ist schon viel. Also wahrscheinlich Wohlwollen erlangen, weil die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Ausgangsbasis für andere Sachen, die wir noch machen wollen. Ja. Wir wollen die ja eh im Block haben. Unsere Regierung stimmt komplett dafür. Politische Zustimmung. 350 und 150 Aktionspunkte. Das können wir uns gut leisten. Ja. Bestätigen. So, dann würde ich sagen, hier machen wir auch positive Aktionen. Nee, kooperative Aktionen. So ein Handelsabkommen wäre doch super. Handelsabkommen. Was brauchen wir dafür? Wir haben keine Investitionspunkte und wir haben keine Wohlwollenspunkte. Okay, aber das kann ja noch kommen. Ja. Hatten wir nicht auch was mit Investitionen? Aber das müssen wir wahrscheinlich erst erforschen, ne? Investitionen, hier. Wollen wir auch gleich investieren? Ja, wir können zumindest mal uns anschauen, was wir dafür brauchen. 150 und 25 Aktionspunkte. Ja, politische Zustimmung wäre da. 65% Erfolgschance. Wir haben nichts, um das zu boosten. Da wäre jetzt die Frage, ob wir damit noch warten, um den Boost abzusichern mit den Wohlwollenspunkten. Wahrscheinlich, ja. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, hier mit den Inseln machen wir Beziehungen verbessern. Also hier ist Frankreich. Ja. Da würde ich auf jeden Fall Beziehungen verbessern wollen. Sehr gern. Beziehungen verbessern. Zwar nur 65%. Unsere Regierung stimmt zu. Das ist total schön. So, was haben wir hier noch? Fidschi. Vanuatu, Papua-Neuguinea, Indonesien. Tja. Ach, wir können auch erstmal irgendwie bei uns im Land schauen, was wir bauen können an oder was es so an wirtschaftlichen Geschichten gibt. Ja, aber ich würde jetzt einfach mal hier, das ist ein großes, beziehungsweise hier die beiden größeren, da würde ich einfach Beziehungen verbessern, mal einfach so, weil das ist nicht teuer. So einfach mal nette Stimmung machen rundherum. Wenn es klappt, na klar. Ja, ja genau, 65%, 25 und 15, das können wir uns halt locker leisten. Das braucht halt eine Weile, 65%. Kann halt klappen, muss nicht. Aber würde ich jetzt mal, ich meine dann, wenn es scheitert, dann wissen wir, woran wir sind. Ich würde halt nicht nur eine Aktion laufen lassen, irgendwie gefühlt. Ja, verstehe ich gut. Ja. Tja, ansonsten, okay, dann gucken wir mal zu Hause, ne? Wir sind im Moment immer noch auf Pause. So, hier haben wir Zuchtfarmen. Okay. Oh, Horsti geht ins Bett. Horsti! Gute Nacht. Gute Nacht, schön, dass du da warst. Bis nächste Woche. Ja, genau. Oder bis morgen. Stimmt, morgen. Ja, morgen ist, gibt es wieder ganz normal Stellaris Orcs in Space. Okay. Ja. Da wird sich Goldie bestimmt freuen. Dass das mit Stellaris wieder weitergeht. Ja, wird auch Zeit. So, hier haben wir Zuchtfarmen gebaut. Anscheinend können wir hier nichts weiter bauen. So, da sind wir jetzt. Gucken wir mal. Was ist denn das für eine
rote Flagge da? Oder? Rote Flagge heißt, dass da ein Bauplatz ist. Und diese Provinz hier Hallo? Also wir haben in der dieses Meer drumherum ist eine eigene Provinz. Und wir haben hier wir können hier was bauen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich die nicht auswählen kann. Ja, Südinsel ist Wasser. Da können wir halt nicht wirklich viel bauen, aber es gibt einen Bauplatz. Okay, vielleicht eine Bohrinsel oder so. Ja. Ich guck mal gerade, was wir überhaupt bauen können. Wir könnten eine Werft hier bauen. Klingt auch interessant. Gesellschaft. Schwimmende Stadt. Hier fehlt uns ein erforderliches Projekt. Ja. Also die schwimmende Stadt finde ich perspektivisch ganz interessant. Ja. Aber momentan wäre mein Favorit die Werft. Ich glaube, sonst können wir hier nicht wirklich Industrie... Vielleicht können wir irgendwas Industrielles da bauen, glaube ich aber nicht. Ah, wir können dort wahrscheinlich auch einen Offshore-Windpark bauen. Hm. Hochsee-Windpark. Brauchen wir aber auch ein Projekt für. Das, was wir sofort bauen könnten, wäre die Werft. Gibt es noch... ist es der einzige Bauplatz, wo... Oder was passiert denn mit den Bauplätzen? Können wir Sachen wieder abreißen und dann irgendwas Neues da drauf bauen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, der ist dann weg. Okay. Okay, Werft oder Offshore-Windpark? Ja. Aber Offshore-Windpark müssen wir erst was erforschen. Gucken wir doch erstmal an Land. Wir haben hier noch ein Seegebiet. Mhm. Was auch nur... Und wir haben hier an Land einen Bauplatz. Da, was würdest du machen? Wirtschaft, Industrie, irgendwas in der Richtung? Ja, eher. Wir könnten hier ein Sägewerk bauen. Fabrik müssen wir erforschen. Kohlekraftwerk müssen wir erforschen. Windkraftwerk müssen wir erforschen. Kernkraftwerk müssen wir erforschen. Ein Tagebaumine möchte ich eigentlich nicht. Hm. Ja gut, aber ist halt die Frage, wenn wir seltene Erden brauchen. Ja, da haben wir Förderanlage für seltene Erden. Da müssen wir auch was erforschen für. Okay. Ah, Förderplattformen könnten wir auch machen auf Wasser. Also Förderplattformen für Treibstoff. Nee. Effekte, Rohstoffeinnahmen, Metalle und Brennstoff geht hoch. Okay. Was wir auch machen könnten, wäre ähnlich wie vor einem Tutorial nochmal das Militärstück hochzufahren und in der Zwischenzeit die Erforschung von irgendwas anderem anzugehen. Ja. So dass wir dann hier auch vorwärts kommen. Ja, wir können halt im Parlament auch Armeen produzieren. Wir müssen nicht zwangsläufig eine Kaserne bauen, weil wir haben nur noch den einen Bauplatz. Den würde ich nicht für eine Kaserne ausgeben wollen. Ja, aber so ein bisschen Schiffe und Flugzeuge wäre doch ganz nett. Ja, also wir können Panzergrenadiere, Kommandos und Hubschrauber. Okay, interessant. Hubschrauber, definitiv. Ja.
Also wir haben zwei. Wir haben zwei Panzergrenadiere anscheinend. Ja, was machen wir? Na, wie viel können wir jetzt bauen? Zwei. Nee, wir haben schon zwei irgendwo stehen. Ja, hier. Und die würde ich gern zumindest noch um Hubschrauber ergänzen. Damit die gut zwischen den Inseln hin und her kommen. Ja. Okay, also, ich würde hiervon auch noch ein paar mehr bauen. Also, ich guck mal, wie teuer das ist. Wir können maximal 37 Einheiten haben. Ich hätte jetzt gesagt, wir bauen nochmal drei. Und dann zwei ja. Kommandos und irgendwie, weiß nicht, fünf Hubschrauber. Ja, komm. Kommandos. Zwei und... Oh, Edelhard geht auch ins Bett. Und dann gucke ich auf die Uhr und stelle fest, dass es Mitternacht ist fast. Gute Nacht, Edelhard. Edelhard, gute Nacht. War total schön, dass du da warst. Ja. Dann, wenn du ins Bett gehst, dann gebe ich dir auch die Punkte für Physik zurück. Machen wir nächstes Mal. Oder, Wie? Nee, das muss ich schon noch machen, sagst du? Ach, alles klar. Das galt Horsti. Ja. Ich kann nur drei Hubschrauber bauen, weil wir irgendwas nicht haben. Ach, wir haben nicht genug Soldatennachschub da oben. Dann baue ich okay. nur drei Hubschrauber. Mhm. So, dann haben wir Militär gebaut. Und freie Projektplätze. Projekte haben halt, sind geringfügig komplexer, als es im Tutorial dargestellt war. Geringfügig? Ja. Wir haben hier Diplomatie, Spionagewesen, westlich, Finanzsystem, innere Sicherheit, grundlegende Infrastruktur, Infrastruktur, wirtschaftlicher Fokus, Umwelt, Bildung, Ideologie, Sozialpolitik, militärische Infrastruktur, Militärpolitik, Armee, Luftwaffe, Marine, Physik, Militärtechnologie, Nichtregierungsorganisation. Okay. Grundlegende Infrastruktur für den Anfang. Grundlegende Infrastruktur. Diese grünen Sachen haben wir alle. Wir könnten staatlicher, öffentlicher Verkehr, Straßeninfrastruktur oder moderne Straßen erforschen. Ups. Straßenverkehr. Was? Straßenverkehr und moderne Straßen sind? Ja, das mit dem Straßenverkehr finde ich auf jeden Fall. Straßeninfrastruktur, moderne Straßen oder staatlicher, öffentlicher Verkehr. Da sind die Kosten sehr hoch. Ja, und ich weiß einfach, also da ist auch die Frage, wie das auf dieser großen Insel so funktioniert. Ja. Also Straßen. Insofern. Ja. Oder moderne Straßen. Ja, dann, wenn wir es jetzt. Moderne Straßen bedeutet das. Was? Also, ich kann ja mal draufklicken. Also Straßen. Infrastruktur, da kriegen wir also den hier oben, den Index für menschliche Entwicklung plus 2 und moderne Straßen ist Index für menschliche Entwicklung plus 1 für mehr Geld. Also dann das andere. Ja. Also das baut aufeinander auf. Quasi hier kriegen wir noch für relativ wenig. Ja.
Unterhaltskosten, würde ich sagen, geht auch. Dann bestätigen wir das mal. So, der läuft und wir haben noch ein zweites Projekt frei. Wie wär's denn mit Physik oder Bildung? Ich hätte jetzt gesagt, so vielleicht, wo brauchen wir hier oben etwas? Was müssen wir, wenn wir Offshore-Windparks bauen wollen oder eine Bohrinsel, dann brauchen wir Sachen dafür. Ja. Da hätte ich jetzt geguckt, was wir dafür brauchen. Oder willst du einfach erstmal so Bildung machen? Ich würde zumindest erstmal in Ruhe drauf gucken, was denn da steht. Ich brauche dich bzw. deine Augen bei meinem... es ist so klein, ich kann es einfach nicht erkennen. Oh Mann. Ich kann reinzoomen. Yay, das ist super. Die blauen können wir halt jetzt gerade. Gymnasien, errichten Sie ein nationales Netzwerk an Gymnasien, damit Teenager einen Ort haben, den sie jeden Morgen aufsuchen können, anstatt Schwierigkeiten zu machen. Schulpropaganda. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Bildungssystem die beste, gesetzestreuesten Bürger hervorbringt, die stets mit ihrer Regierung zufrieden sind. Oh Gott. Okay. Ich finde diese Fernlehre ganz interessant. Was? Fernlehre. Führen Sie Fernlehre, Technologie und die entsprechenden Verordnungen ein, um Schüler mit Behinderungen sowie jene aus entlegenen Gebieten zu unterstützen. Ja, also da kommen wir nur hin, wenn wir erstmal Gymnasien machen. Oder okay, Bildungsförderung hier unten. Erhöhen Sie die budgetären Ausgaben für höhere Bildung, um Ihren Lehrenden und Studierenden optimale Standards bieten zu können. Mir fällt es gerade schwer einzuschätzen, was uns das kostet. Steht dabei. Ja. 2.100. Also Kosten sind 2.000 einmalig und dann 20 Unterhalt an Geld. Und Aktionspunkte kostet uns das 1.000. Wir haben nur 2.000 und kriegen monatlich 300. Also Gymnasien ist schon ein dickes Ding. Ja, und wie ist es bei Forschung? Bildungsförderung hier unten? Ja. Da kostet so ein 2.600 Geld, weniger Aktionspunkte. Ja, vielleicht machen wir noch nicht Bildung. Also, einfach weil wir jetzt sonst solche hohen Ausgaben hätten, die wir momentan noch nicht abdecken können. Ja. Dann vielleicht eher wirtschaftlicher Fokus. Wirtschaftlicher Fokus. Da haben wir... Da kann ich hier nicht... Doch, hier kann ich auch einzoomen. Modernisierung der Landwirtschaft. Werten Sie die industrielle Landwirtschaft auf die neuesten Standards der Nahrungsmittelmassenproduktion auf. Kostet Metall und Öl wenig Geld, wenig Aktionspunkte und Unterhalt von Metall. Und Tourismusregulierung. Regulieren Sie die Tourismusindustrie, damit die Menschen mit den angebotenen Dienstleistungen zufrieden sind und es keine Kakerlaken in den Hotels gibt. Für 1.000 Geld, 1.000 Aktionspunkte. Auch recht teuer. Okay, dann vielleicht die Versorgung zuerst. Also hier? Die Landwirtschaft, genau. Ja. Rohstoffeinnahmen, Brennstoff gehen hoch, plus 12. Arbeitslosigkeit, Wachstum, plus 0,01. Okay, weil wir modernisieren, braucht es weniger Leute. Ja. Das ist die Idee. Hm? Okay, machen wir. Ja. Ja, 71 Tage. So, haben wir beide Projekte auf den Weg gebracht. Und wie schön, man kann auch oben bei den Projekten suchen. Also wir fahren unser Militär hoch, wir setzen Projekte um, wir haben noch leere Spionage und leere Generälplätze.
Ja, dann könnten wir doch den ersten General noch mitnehmen. Die erste Generalin. Frau General, besser gesagt. Generäle. Stellen wir mal einen ein. Kostet 4000 und wir haben nicht genug Aktionspunkte. Okay. Das gleiche wird dann wahrscheinlich bei den Spionen sein, oder? Kostet 3000 Aktionspunkte und 5000. Okay. Was müssen wir machen für Aktionspunkte? Wir kriegen 370. Und die Faktoren sind Basiseinnahmen sind 250. Dann Provinzanzahl haben wir nicht so viele, deswegen kriegen wir so wenig. Bevölkerung und dann kommen die Abzüge. Projektunterhalt, Unterhaltskosten für Gebäude. Grundschulen geben uns 5%, Dienstleistungen plus 15%, diplomatisches Korps plus 3%, AP-Einnahmen plus 5%. Der menschliche Entwicklungsfaktor gibt uns einen Bonus. Ganz offensichtlich. Ah, da kommen wir auf die Projekte. Alles klar. Und Pingu ist dabei. Hallo, Pingu. Hallo, Pingu. Ja, hallo zur späten Stunde. Herzlich willkommen. Wir steigen gerade ein in Realpolitics 2. Wir sind Neuseeland und versuchen uns gerade an den ersten Tagen, wir sind noch am 1.1. unseres ersten Spieltages, wir setzen gerade alles auf, um es mal ein bisschen laufen zu lassen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen noch nichts in den offenen Bauplatz, sondern wir lassen die Sache sich mal entwickeln, oder? Ja, das finde ich gut. Okay, und ich würde jetzt ganz schnell, ich muss einfach noch eine Pinkelpause einschieben, aber ich bemühe mich jetzt wirklich nur, kurz aufs Klo zu gehen, ich habe genug Wasser, ich habe alles Nötige. 5 Minuten. So, wir haben einiges auf den Weg gebracht. Ich glaube, wir müssen Zeit verstreichen lassen, oder? Ja, ich denke auch. Machen wir mal. Das dauert ja jetzt auch alle so ein Weilchen. Und es geht dann direkt. Okay, wir haben ja Taxman ausgewählt als unseren Berater. Weg zum Ruhm. Ihre Reise zur absoluten Herrschaft hatte offiziell begonnen. In Realpolitics begeben Sie sich auf eine 100 Jahre andauernde Mission, eine Weltregierung zu etablieren. Realpolitik steht zwar für politischen Pragmatismus, doch am Ende liegt die Entscheidung bei Ihnen, ob die Staatsraison die einzige Raison ist, der Sie sich hingeben wollen. Möchten Sie die Welt mit einer eisernen Faust beherrschen oder sich vielleicht unter dem Banner der Gerechtigkeit und der Fairness vereinen? Ihr Charakter und Ihre politische Moral werden jedenfalls auf die Probe gestellt. Inmitten der rauen Realität zweifelhafter Allianzen und des politischen Wettbewerbs gibt es keine Tabus. Fühlen Sie sich der Herausforderung gewachsen? Selbstverständlich oder hoffentlich? Ah, selbstverständlich. Selbstverständlich fühlen wir uns. Okay. Marsch zum Ruhm. Willkommen. Wie Sie sehen können, ist unsere Nation sehr einzigartig. Aber wir überlassen Ihnen die Entscheidung, wie Sie diese Einzigartigkeit nutzen möchten. Lassen Sie mich Ihnen vorab erklären, dass Sie sich Ihre eigenen Ziele setzen können. Experimentieren Sie, um den Sieg zu erringen. Was ich mit Sieg meine? Nun, natürlich das Besiegen Ihrer Widersacher. Alle anderen Länder. Auch sie geben ihr Bestes, um diesen Wettlauf zu gewinnen. Sie können unsere Überlegenheit auf 6 verschiedene Arten demonstrieren. Die nötigen Anforderungen zum Beschreiben verschiedener Wege zum Sieg können Sie im linken Menü einsehen. Weltregierung, genau, das ist genau hier unten. Siegesbedingungen. Weltregierung. Erlangen Sie einen diplomatischen Sieg, indem Sie sämtliche Länder unter Ihrer Führung vereinen, schaffen Sie die erste Weltregierung. Fortschritt 1%. Dann Information ist Macht. Erlangen Sie einen Technologiesieg, indem Sie ein modernes, globales Kommunikationsnetzwerk schaffen und sämtliche Informationsflüsse auf der ganzen Welt kontrollieren. Puh. Okay, da brauchen wir IME von mehr als 85. Okay, und versteckte Bedingungen. Globalisierung. Erlangen Sie einen kulturellen Sieg, indem Sie entweder unsere Kultur an den wichtigsten Orten der Welt zur herrschenden Kultur machen
oder indem sie alle Kulturen der Welt in einem kulturellen Globalisierungsprozess vereinen. Okay. Wirtschaftliche Überlegenheit. Erreichen Sie einen Wirtschaftssieg, indem Sie die wichtigsten Handelspunkte der Welt kontrollieren und den höchsten BIP der Welt haben. Die oben genannten Wege zum Sieg schließen sich nicht gegenseitig aus. Wenn Sie ihnen aber dennoch nicht liegen sollten, können Sie auch die klassische Art und Weise gewinnen, ohne zusätzliche Anforderungen erfüllen zu müssen. Totale Dominanz. Absolute Herrschaft, nehme ich mal an. Ja. Erlangen Sie einen militärischen Sieg, indem Sie so viele Land- und Wasserprovinzen wie möglich kontrollieren. Leichter gesagt als getan. Und ewiger Ruhm. Erlangen Sie einen schnörkellosen Punktesieg, indem Sie nach 100 Jahren die höchste Punktzahl aufweisen. Wege zum Sieg schließen sich nicht gegenseitig aus. Sie können entweder alle verfolgen oder sich auf einen konzentrieren. Möchten Sie mehr dazu erfahren? Oh Mann. Holla die Waldfee. Okay, wir sind Neuseeland und wir haben nicht so wahnsinnig viele Provinzen. Aus dem Grund würde ich sagen, mit dem Wirtschaftssieg wird es ein bisschen schwierig. Ja. Von da aus die Weltherrschaft militärisch an uns zu reißen, wüsste ich jetzt auch nicht, wie wir das gut umsetzen könnten. Ich schwanke gerade zwischen Diplomatie und Technologie, aber... Tja. Ich weiß nicht, was du sagst. Ich würde sagen, wir fahren auf jeden Fall die Diplomatie-Schiene. Und ich würde jetzt sagen... Ich möchte hier eigentlich... möchte jetzt keine Details von ihm erklärt wissen. So, klingt gut, ich weiß, was zu tun ist. Diplomatie ist unser Schlüssel. Wir sind so klein, wir müssen Banden bilden. Mhm. Also es wird schon hart, so ein Blockanführer zu werden, weil so ein natürlicher Blockpartner wäre ja Australien. Und da müssen wir, glaube ich, in anderen Sektoren hervorragend sein, damit die uns anerkennen. Ja. Außer wir machen einen Block mit den... Mit den ganzen kleinen Pazifikstaaten, aber dann werden wir auch nicht so großartig werden, denke ich. Wir fangen mit Australien an. Die sind uns, also da tun wir ja schon irgendwie was. Also da würde ich jetzt erstmal sagen, wir geben uns mal die ersten 10 Jahre zum Erkunden und Reinfühlen. Ich glaube, die anderen werden auch Fehler machen. Wahrscheinlich. Ich würde jetzt sagen, klingt gut, ich weiß, was zu tun ist. Wir fühlen uns in die Sache mal rein. Ja. So, und die Zeit läuft weiter. Wir sind ab und zu Flugzeuge, das finde ich sehr schön.